Deutschland. Noch leben in Kasernen und Barackenlagern Menschen, die Land und Heimat verloren haben. Neben Deutschen, die nur schwer einen neuen Lebensplatz finden, darf man nicht die Angehörigen fremder Völker vergessen, die der Krieg nach Deutschland verschlagen hat. Durch das großzügige Umsiedlungsprogramm der UNRWA und IRO fanden Hunderttausende eine neue Heimat in allen Teilen der freien Welt. Aber noch immer warten Menschen. Menschen fremden Glaubens und fremder Rassen. Buddha in den Mauern einer deutschen Kaserne. Gebetsmühlen und Räucherwerk aus den Jurten mongolischer Nomaden. Eine Schale voll Korn und Glas, Symbole des irdischen Reichtums. Einst waren die Glasperlen schimmernde Diamanten. Damals, als Chinggis Khan die Mongolen westwärts führte. Kalmücken in Deutschland. Ihre Vorfahren lebten in Zentralasien als viehzuchttreibende Nomaden. 1703 überschritten sie den Ural und wurden später von den nachrückenden Kirgisen auf das rechte Wolgaufer gedrängt. Dort ließen sie sich nieder. Geduldete Gäste, die das Schicksal völkischer Minderheiten tragen mussten. Dann kam die Flucht vor den bolschewistischen Machthabern. Eine Flucht, die sie westwärts in die Zwangsarbeitslager des Dritten Reiches führte. Nun warten sie. Kein Weg führt zurück, kein Weg scheint vorwärts zu führen. Aber sie geben die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung, eines Tages eine neue Heimat zu finden. Sie lernen die Sprachen der Völker, deren Gäste sie vielleicht sein werden. Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch. Das Haupt der Kalmücken in Deutschland ist Dr. Sanscha Stepanow. Sein Plan ist es, eines Tages eine eigene Kalmückengemeinde zu gründen. Irgendwo in der Welt, inmitten eines gastfreundlichen Volkes. Unter seiner Leitung erlernen die Kalmücken neue Berufe. Sie dringen in das kulturelle und geistige Denken des Westens ein. Einer von ihnen hat schon den Weg aus dem Lager gefunden. Jeden Morgen geht er durch die Straßen von Ingolstadt. Man kennt und achtet ihn genau wie jeden anderen Mitbürger. Er unterrichtet an einer Berufsschule für verschleppte Personen, die eines Tages auswandern werden. Jungen Menschen fällt es leichter, sich an neue Lebensverhältnisse und Sitten zu gewöhnen. Schon scheinen sie sich als Europäer unter Europäern zu fühlen. Das Erbe ihrer Väter aber werden sie dennoch nicht vergessen. Kalmücken. Irgendwo in Deutschland tanzen sie die Tänze der heimatlichen Steppe. Es ist ein Fest der Freude. Eine gute Nachricht konnte Sanscha Stepanow verkünden. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden den Kalmücken eine neue Heimat geben. Neues Land, neue Hoffnung. Wieder werden sie aufbrechen. Nach Westen. Sie werden eine Heimat finden.
Aber in den Lagern Europas warten noch Tausende. Heimat- und staatenlos. Sie warten und hoffen. Und ihre Hoffnung ist das Gewissen der Welt. Sie vertrauen auf das Gewissen der Welt.